20 Rosen, Leute, kommt. Habibi, wenn die anfängt, schmeißt du den Booster rein. Leute, keine Rosen mehr. Keine Rosen mehr. Jetzt schmeißt den rein. Schmeißt den Booster. Alles mal drei. Leute, alles mal drei. Alles mal drei. Was habt ihr gemacht bei Allah? Dubai Nights, Bernhard. Bernhard, ich küsse deine Augen. Wallah, ich die ganze Zeit, ich frage nach. Dubai Nights, bei Allah, du hast rasiert. Das war Game Over. Woo! Alter, Allahu Akbar. Bernhard, du Ehrenmann. Dubai Nights, ich küsse dein Herz, Bruder. Der kann alles mal fünf. Der will 10 Sekunden, alles mal fünf. 10 Sekunden, alles mal fünf. Wir brauchen nicht mal Booster. Habt ihr gesehen, Leute? Er hat sich den ganzen Tag vorbereitet. Den ganzen Tag hat er sich vorbereitet. Allah ist groß. Dubai Nights! Bernhard, ich küsse dein Herz, Bruder. Hier, ein Booster nach den anderen. Ein Booster nach den anderen. Guckt mal, was er macht, Leute. Der hat 18 Booster für mich gesammelt. Dieser linke Typ. Nochmal habe ich euch bewiesen, dass er ein linker Typ ist. Einfach nur ein... Susanna! 43 Euro und ich küsse dein Herz! Gamse! Alter, was für eine Runde bei Allah! Gamse, Alter! Der Typ ist geliefert! Geliefert! Dubai, nein! Bernhard, Bruder! Mr. Brownie! Guna, 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 guna. Wallah, bei Allah. Klebeck, ich küsse deine Augen, Leute. Kaha, vielen Dank. Wallahi, Bruder, Dubai Nights, ich küsse dein Herz. Vielen, vielen Dank. Bernhard, bei Allah, ich habe gestern so nach dir gefragt. Ich küsse deine Augen. Wallah, ich küsse einfach dein Herz, Bruder. Einfach, ich küsse dein Herz. Vielen Dank, Bruder. Du kamst so überraschend dran. Unglaublich. 43 Unmut. Vielen, vielen Dank, Susanne. Du weißt eins, was machst du da, Bruder? Dubai Nights, Sergio, Bernhard, Klebeck. Dankeschön. Kusch, hast du siehst du mit deinen Augen, was Community heißt? Hä? Du hast dich vorbereitet den ganzen Tag. Nein, Mann. Ich du war dachtest, unterwegs. Du kannst mich abziehen, wa? Hä? Ey. 300.000 Punkte? Bro, Ferhat Dubai hat dir 400.000 Punkte geschickt. Das ist nicht Ferhat Dubai. Doch. Wallah ist nicht Ferhat Dubai. Okay, okay, gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Und hey, und... Und er spielt ja keine Rolle. Er spielt keine Rolle. Respekt auf jeden Fall. Respekt. Dankeschön, Dankeschön, MBT, vielen Khan. Dank, Bruder, vielen Dank. Wir sehen uns. World Traveler, bla bla bla, Dankeschön. Einfach Platz 11, aufstrebendes Klass. Einfach von einem Nick, von 99. Alter, was ist das für eine Runde? Ey, schick mir den Löwen sofort. Aber bevor du gehst, warte. Sag mal deinen Leuten, die sollen hier durchfolgen. Ach so, ja. Also ihr könnt, das ist Yassas neuer Account. Und weil auch wenn wir Gegner haben, auch unser Gegner müssen wir auf Augenhöhe haben. Und man sollte seinen Feind immer respektieren. Warte mal. Ich habe mal eine kleine Frage an dich. Ja, bitte. Schuldest du mir nicht zwei Löwen? Ey, von gestern haben wir gespielt. Warte. Nein. Ich Frank, habe nicht. Frank, hör zu. Warte. Fang nicht warte, mit dir. Warte. Ich habe nicht da, wo ich dich haben wollte, mein Lieber.
Nein. Du hast mir gesagt, du schickst mir einen Löwen bei Allah. Hey, komm, hör zu. Hör mir zu, hör genau ja. zu. Okay. Wenn ich dich schicke, ich werde dir einen Löwen schicken. Aber wenn es passiert, ist es meine Entscheidung. Aber nicht wegen dir. Okay. Bei Allah nicht wegen dir. Soll ich dir sagen, wegen wen? Ja. Wie heißt deine Supporterin an dem Tag gewesen? Ich weiß. Aber das wie war, heißt sie? Das war doch ein Mädchen. Wie ist ihr Name nochmal? Stitch und Luna. Luna. Ja. Diesen Löwen ist nur für Luna. Aber warum? Aber ich schicke das von meinem Herz. Aber warum? Warum? Darum. Ich habe ein Prinzip. Es geht nicht um dich. Guck mal. Nein, aber guck mal, wenn wir beide spielen und du brichst ein Spiel einfach ab, dann. Coach, pass auf, wir haben geredet. Ja. Und die Sache ist vorbei. Wenn ich schicke von meinem Herzen. Keiner sagt mir, ich schicke von meinem Herzen. Du hast mir zugesagt, dass du mir einen schickst. Hör zu, ich sag dir nochmal. Ja. Ich schicke von meinem Herzen. Vergiss das nicht. Bro, schick das einfach von deinem Konto. Ich brauche dein Herz nicht. Es ist aber nicht für dich, das ist nur für Luna. Aber warum? Ich schick dir für Luna. Weil ich sag dir warum. Ja. Sag mir, ich habe recht oder nicht. Weil Luna an dem Tag echt Gas gegeben hat. Ja, aber das war nicht Robin und du dachtest, ist der... Nein, hör zu, Robin hat die Boxhandschuhe, die 6-7 Boxhandschuhe geschmissen. Korrekt, das war mein Problem. Richtig. Dankeschön. Richtig. Also, hör zu. Du bist ja ein Gönner und du hast gerade sehr, sehr viel eingenommen. Und du hast fair gewonnen, ist alles tipptopp. Aber stell dir mal vor, ich wäre bei so einer gigantischen Runde einfach rausgegangen. Bruder, guck mal. Das wäre nicht gut. Warte, wir haben das doch geklärt, ne? Ja. Und ab heute sage ich dir, es kann kein, dieser Robin ist für mich... Ja, wirklich, ja, gegessen. Der ist für mich Geschichte, er kann zu dir gehen, wann er will. Ja, okay. Okay, vorbei, wenn wir matchen wir. Genau. Egal, auch wenn jetzt Toni zu mir kommt, zu dir kommt, ist egal. Zum Beispiel. Ich werde dir sagen, warum? Ja. Weil wenn man links spielen will, das kann ich auch. Ja, nochmal. Also willst du das, dass man so links spielt oder willst du, dass man korrekt sei? Mein Lieber, Kompromiss. Ich liebe es, wenn man korrekt ist. Kompromiss ist ein Löwe und der Streit ist beiseite. Okay, jetzt schick mir mein Zeus. Das ist ja dieser Löwe. Schick mir erstmal meinen Zeus. Nein, schick mir meinen Zeus. Du schuldest mir zwei Zeuse. Bruder, du hast jetzt den Match gewonnen, die Leute haben gespendet. Du weißt, was? Das war eine Kamikaze-Runde. Für mich und für dich. Schick mir erstmal meinen Zeus. Ja. Den Rest überlass einfach bei mir von alleine. Ich mach das, okay? Bei mir kommt immer alles überraschend. So, wo du es nie erwartest, plötzlich machst du... Oh. Weißt du was? Ja. Ich schick dir ganz überraschend ein Zeus, dann machst du wow. Nein, du hast jetzt den Teufel. Schick einfach den Zeus. Gestern habe ich dir sofort den Elefanten geschickt. Die 15K, die habe ich auch geschickt. Also es geht darum, dass wir letztes Mal ein Match hatten. Big Match, Rekord, also echt Hammer. Und durch ein Missverständnis hat er einfach das Spiel abgebrochen. Ey, guck mal, pass auf. Coach, wir haben das geklärt. Okay, das eine hat mit das andere nichts zu tun. Ich habe dir mein Wort gegeben. Ja. Ich werde es schicken, aber ich mache das von mir aus. Du hast mir dein Wort gegeben, ja. Ich hab's. Okay, dann lass es doch einfach. Aber jetzt schick mir bitte den Zeus. Wozu schickst du mir den Löwen? Der kostet so viel wie ein Zeus. Ist doch beschissen. Ich habe dir gesagt, warum. Ich hatte dir niemals was geschickt. Bei Allah, weißt du warum? Warum? Nur wegen Luna. Aber nur wegen Luna. Aber ist doch egal. Schicke ich dir den Löwen. Okay? Also, okay, gut. Wir haben um zwei Löwen gespielt und du hast das Schick Spiel... Schick mir doch einfach jetzt den Zeus. Warte mal ganz kurz, wir haben letztes Mal in einem Big Match um zwei Löwen gespielt, du hast abgebrochen, ja oder nein? Ja, aber du weißt warum, mit Recht. Ich weiß es immer noch nicht. Doch, ey, bitte, ey, Frankie, bitte, hör auf. Frankie, warum machst du jetzt diese Politik? Warum fängst du jetzt... Warte, ich schick dir gleich. Ja, wir lassen okay, uns okay, dann, oder wir lassen's. Nein, hören wir doch erstmal zu einmal und dann machen wir das. Du hast gerade selber gesagt, du wirst deine Schulden begleichen, aber über. Ich habe keine Schulden. Doch. Nein. Du darfst nicht aus dem Spiel raus. Ich habe keine Schulden. Nochmal, verstehe nochmal, was ich sage. Ich habe keine Schulden, ich schulde dir gar nichts. Wegen, weil Robin, ich kann dir zeigen, was er gemacht hat. Weil Robin, ich will jetzt nicht sagen, du auch etwas geplant hast, darauf scheiße ich. Aber ich will etwas schicken
von meinem Herzen für Luna. Für dich nicht. Hä? Jetzt hör zu, hör auf mit der Politik. Geh jetzt einfach raus und schick mir den Zeug. Alles andere überlass mir. Also danach schickst du mir dann auch was? Jetzt, morgen, übermorgen, überlass es doch einfach mir. Dann mache ich das auch jetzt, morgen, irgendwann überlass es mir. Nein, du hast jetzt den Match verloren. Jetzt. Und du hast über den Rest und du hast ein Frankie, Match abgebrochen. Du hast, Frankie, was du machst, ist gerade falsch. Du hast aufgegeben. Hör mir zu, was du jetzt gerade machst. Du machst gerade was Falsches. Das war, hör zu, das war eine Hammerrunde. Die Leute haben richtig Gas gegeben. Du darfst schick kein jetzt Spiel einfach ab, den Zeus. Du darfst kein Spiel hör doch mal zu. Wisst ihr, ich was habe das dir mein ist? Wort gegeben. Luna kriegt von mir das, was ich verspreche. Und alles ey, andere lassen. Ey, ich habe das Spiel gewonnen. Lass mal Luna in Ruhe. Was hast du mit Luna? Ey. Ich verstehe nicht, was der Typ hat. Ich habe ein Prinzip, deswegen. Ja. Okay, schick mir bitte jetzt erstmal den Zeus und den Rest machen wir. Ich habe dir hier vor allen Zeugen, hier sind 5000 Zuschauer. Ich habe dir mein Wort gegeben und über alles andere musst du dir keine Sorgen machen. Dann, schick mir jetzt einfach nur den Zeus. Guck den mal, Rest überlass mir. Ja, warum schreist du? Gib mir doch 30 Sekunden. Okay. Du hast ein Spiel abgebrochen. Das heißt, du hast aufgegeben. Du schuldest mir 2 Löwen. Es ist sogar auf YouTube. Ey, so, hör mir mal zu. Hör zu. Lass mich doch mal kurz ausreden. Du siehst brüllst du nur. Jetzt? Guck mal. Warte. Guck mal, er brüllt nur. Ey, warte, ich will dir was anderes sagen. Ey, 30 Sekunden. Ich will mich jetzt nicht mit dir streiten. Hör doch mal zu. Er lässt warum mich hast ausreden. Du das nicht vor dem. Er lässt mich nicht ausreden. Warum hast du das nicht gemacht? Lass mich doch ausreden. 30 Erst Sekunden. Wenn du verlierst, sagst du es mir. Lass mich doch ausreden. Wir haben ein riesen Match gehabt. Ihr wart alle dabei. Und er hat das Spiel einfach abgebrochen, Feige. Du schuldest mir 2 verdammte Löwen. Nein, ich habe nicht Feige abgebrochen. Vor 10.000 Leuten hast du abgebrochen. Robin, du und Robin? Du hast Robin zu mir geschickt. Das ist Quatsch. Du hast mich mit Robin... Ey, was machst du jetzt? Frankie, hör mir genau zu, was ich sage. Hör auf mit der Politik. Mach das, was wir gespielt haben. Okay, lass mich mal einen Satz sagen, dann machen Frankie, wir weiter. Frankie, lass mich doch mal, du schreist nur. Frankie. Lass mich doch mal einmal etwas sagen. Alle ein Herzchen bei ihm im Chat ran und bei mir, wenn ihr sagt, jeder darf supporten, Gott verdammt, wo er will. Ja, und ja, es ist egal, wer was schreibt. Es ist scheißegal. Weißt jeder du, was, Supporter. Guck mal, ich sag dir was. Ich weiß was. Wir halten nein. Ich bin mit dir fertig. Bro, ich war schon immer mit dir fertig. Immer. Ach so, ja? Also immer. Gestern habe ich doch verloren. Warum hast du mir da nicht gesagt, schick mir da noch einen Löwen? Warum jetzt? Bro, Fakt ist, du schuldest mir 2 Löwen. Ich hab dir doch, wir haben es doch geklärt. Am was Telefon. Was haben wir geklärt? Du hast einfach nur gesagt, ich zahle nicht, fertig. Ich hab dir gesagt, ich schick dir einen Löwen. Von meinem Herz überlass es mir. Okay, okay. Am Telefon. Du brauchst nicht schreien. Okay, ein Löwe kostet so viel wie ein Zeus. Dann ist das doch beglichen. Nein. Das geht um Prinzip. Hör zu. Das geht jetzt um Prinzip. Es geht jetzt um die Runde. Hä? Du hast gesehen, was für eine Runde das gerade war. Warum soll ich dir das schicken, wenn wir beglichen sind? Die sind nicht beglichen. Junge, du hast über 500.000 Punkte gemacht und kannst dir ein Haus kaufen damit. Das hat doch damit... Schick mir doch einfach das, was... Ich hab dir doch gestern auch geschickt. Okay, ich schick dir jetzt einen Löwen und du schickst mir direkt danach einen Löwen. Schick mir einen Zeus, nicht Löwen, Zeus. Ich schick dir einen Löwen und die 4.000 extra. Ich warte, schick erstmal, mach. Schickst du dann direkt danach? Schick doch einfach dann... Ey, überlass es doch mir. Ey, wenn ich dir mein Wort gebe, ich schneide meinen Kopf auf, ich halte mein Wort. Aber ich schick dir von meinem. Ich hab dir gesagt, überlass es doch einfach mir. Was ist denn mit den 2 Löwen? Ey, Frankie, Es gibt keinen Betrug auf TikTok. Jeder darf bezahlen, wo er will. Okay. Frankie. Dankeschön. Frankie. Ja. Schick mir doch einfach mein Zeus. Wir haben es doch geklärt. Ich hab dir was gesagt. Und das ist vorbei. Das ist jetzt was ganz anderes. Ach, das ist was ganz anderes. Bro, du schuldest mir 600 Euro noch, auf locker, auf süß angelehnt, wie Mois sagt. Willst du, dass ich Obdachlose abziehe wie Maiskolben? Willst du, dass ich dir das Zelt wegnehme? Guck mal, jeder soll machen, was er will. Aber ich habe es mit dir am Telefon geklärt. Da war nichts geklärt. Du hast einfach nur gesagt... Ich habe dir gesagt am Telefon, ich werde dir schicken, überlasse es mir. Ja. Aber ich werde dir schicken. Das ist jetzt, ich habe dir gesagt, ich gebe dir mein Wort, ich werde dich schicken.
Schick jetzt, was du verloren hast. Wer ist alles der andere, brauchst du dir keine Sorgen machen. Okay. Also das heißt, du hast wie ein Ehrenmann das Spiel abgebrochen vor ein paar Tagen. Weißt du was, ich will nichts von dir. Ich meine es ernsthaft. Kein Problem. Ich weiß, was du vorhast. Du schuldest mir noch einen Löwen. Zwei schuldest du mir noch. Ich schulde dir gar nichts. Dir schulde zwei, ich nichts. Zwei Löwen. Ich schulde dir gar nichts. Und lass Luna in Ruhe. Zwei okay. Löwen. Ey, du tust ja so, als wenn ich hier was tue. Du schick doch einfach jetzt dein Zeus. Luna will nichts mit dir zu tun haben. Okay, das ist ihre Entscheidung, das ist ihr Problem. Ich will auch mit dir nichts zu tun haben. Alles gut. Ich bin ein prinzipieller Mensch, verstehst du? Okay, du hast dann schick bitte jetzt dein Zeug. Wie kannst du ein Spiel einfach abbrechen? Warum hast du es gestern nicht erwähnt? Aber den Elefanten nimmst du. Warum sagst du es mir gestern nicht? Hör zu. Was machst du jetzt für eine Politik? Warum sagst du es nicht, bevor wir angefangen haben? Warum? Du kriegst deinen Hals nicht voll mit Geld, ne? Warum? Ey, du bist so ein falscher Fuffi, bei Allah. So ein falscher Fuffi. Wie kann... Schickst du mir jetzt mein Zeus? Er haut wieder ab wie ein Mädchen. Schickst du mir mein Zeus, ja oder nein? Ich kann nicht reden, ich kann doch nichts sagen. Du willst nicht streiten, du willst nicht, ich will nämlich nicht sprechen. Nein, du hast jetzt verloren, schick doch einfach. Nein, das, was du willst, ist so, du denkst, ich bin ein Mädchen, ja oder nein, fertig, aber Männer reden mit dir. Okay, ich sehe keine Männer, das ist das Problem. Okay, dann sei fair, sehe mich als Mensch. Als du Match abgebrochen hast, stell dir mal vor... Jetzt haben deine ganzen Leute gespendet. Stell dir mal vor, bei 300.000 breche ich einfach ab, weil ich glaube, dass du mich betrügst. Ich weiß es. Wie kannst du das sagen? Ich habe Beweise. Ich will die Beweise aber nicht zeigen. Du kannst machen, was du willst. Ich schwöre bei Allah, ich habe Beweise. Ich will sie aber nicht zeigen. Ich schwöre bei Allah, ich habe Beweise, dass das Quatsch ist. Bevor es größer wird und dann, ich sag dir, hör auf damit. Hör zu. Mach doch einfach, was wir vereinbart haben. Und fertig. Alles ist gut. Hör zu. Okay, bleiben wir ganz klar. Du schuldest mir zwei Löwen, weil du abgebrochen hast. Ich schulde dir gar nichts. Du bist disqualifiziert, wenn du aufgibst. Hör zu. Frankie, hör mir zeig bitte. Zeig die Beweise. Warte. Bei Allah, das willst du nicht sehen. Zeig. Doch, zeig. Okay, ich zeig dir gleich. Warte. Zeig, ja. Ich will dir was erklären. Und hör mir jetzt genau zu. Und bitte macht mal alle ein Herzchen rein, wenn ihr meint, dass ich im Recht bin. Frankie, leg dich mal. Ihr wart alle dabei. Frankie, leg dich bei den Affen. Hör mir genau zu. 10.000 Leute sind Zeugen. Warte, leg dich bei den Affen und hör mir genau zu. Schick das jetzt, was du verloren hast. Und den Rest wird geklärt. Okay? Okay. Danke. Also, auf jeden Fall, ist das schade. Ich schick dir das, aber es ist schade, dass du deinen Fehler nicht einsiehst. Ey, jetzt sind wir ruhig, alles ist geklärt. Bei Allah, vor 10.000 Leuten hast du ein Spiel abgebrochen und meine Kritik war, spiel das doch zu Ende. Spiel das zu Ende, danach können wir uns streiten. Weil dich lieben die Menschen, es kann immer noch etwas passieren. Du hast abgebrochen, weil die Gefühle mit dir durchgekommen sind. Es waren nur noch 2 Minuten über und du hast dich blamiert. Die Top-Supporter waren Mädchen. Das war nicht Robin. So, Robin hat ganz zum Schluss. So, was ist dein Problem? Warum kannst du nicht... Guck mal, gib's doch wenigstens zu. Du hast vorhin zugegeben, dass du mir einen Löwen zugesagt hast. Nein, das habe ich nicht. Hä? Du hast mir doch einen Löwen zugesagt. Ich habe dir einen Löwen zugesagt. Ich habe dir auch mein Wort gegeben darauf. Ja, ja. Habe ich dir zugesagt, aber ich habe dir gesagt, warum. Ja. Okay? Ich habe dir gesagt, warum. Aber das Warum ist egal. Wenn wir jetzt darüber reden, werden wir bis morgen nicht fertig. Doch, wir werden fertig. Du hast ein Spiel abgebrochen, ja oder nein? Das gibt's ich das auf TikTok. Erklären? Warte, ich erklär's dir nochmal. Ey, Coach, ich habe dir gerade was gesagt. Zeig uns die Beweise. Okay, schick mir erstmal mein Zeus. Ich warte auf dich hier. Hä? Schick doch erstmal den Zeus. Ey, ist es das Geld? Was macht dich so... Schick mal bitte das, was du gerade verloren hast. Bro, ich scheiße auf diese 300 Euro. Verstehst du das? Okay, dann schick die doch. Das geht doch nicht darum. Es geht aber um warum bist du so hungrig? Bro, du hast den berühmtesten Namen in Europa. Coach. Ich sag dir noch einmal. Ja. Ganz in Ruhe. Ja. Ja? Oder du kannst dich bei den Affen hinlegen. Bro, ich liebe die Affen. Okay, Coach. Ja. Mach das, komm wieder rein und dann reden wir weiter. Ich habe dir gesagt, ich gebe dir von meinem Herz.
Ich habe dir gerade vor hier 15.000 Zuschauer mein Wort gegeben, aber überlass es mir. Okay? Okay? Okay. Dankeschön. Heftig, Mann. Das nennt man Diktatur, mein Lieber. Okay. Du brichst einfach ein Game ab. Wir haben davor geschworen, wir halten uns dran. Und jetzt nach zwei Tagen bist du was, auf jeden Fall. Was? Wir haben uns die Hand gegeben. Warte, ich habe eine andere Frage. Okay? Ja. Wenn du sagst, ich schulde dir was. Warum hast du gestern mit mir gematcht? Weil jeder andere würde sagen, nein, gib mir doch erstmal meine Schuld. Warum matchst du mit mir? Ich habe verloren einen Leopard. Ich habe dir den geschickt. Darf ich antworten? Bitteschön. Ich bin gespannt jetzt auf deine Antwort. Ich hab sechs Freunde, die haben über 64.000 Euro Schulden bei mir und ich hänge trotzdem mit denen rum. Hä? Ja. Weißt du, warum du mit denen rumhängst? Erzähl. Weil du noch die Hoffnung hast, das Geld zu kriegen. Nein, ich bin nicht so wie du. Ich bin nicht wie Berliner. Ich bin Hamburger, Bruder. Ey, wenn mir... Ey, ist doch okay. Okay, morgen. Okay, pass auf. Also, wenn du mir Geld schuldest, dann hänge ich nicht mehr mit dir rum? Was ist das denn, Mann? Ich scheiß auf diese 10.000 Euro. Okay, gut. Ey, weißt du, ey, du hast für Bushido gearbeitet. Wie kann man so hungrig sein? Du hast Millionen verdient. Jalea, ich küsse dein Herz. Wie kann man so hungrig sein? Ja, ich verstehe das nicht. Frankie, ich weiß, was du jetzt hier gerade irgendwas versuchst. Du willst, versuchst hier irgendwie gut dazustehen. Junge, du hast das Spiel abgebrochen vor deinen Leuten. Ey, okay. Aber ich sag dir, schick doch das erstmal, was du verloren hast. Okay, jeder hält sein Wort. Hör mal zu. Ja. Und das ist auch alles gut. Mach doch das einfach. Okay, gibst du nur zu, dass du das Spiel abgebrochen hast? Ich habe das auf Video. Ja, natürlich habe ich das Spiel abgebrochen. Warum? Du hast gesagt, gibst du es nur zu? Soll ich dir die Geschichte nochmal erzählen? Ist das gerade? Nein, ganz kurz und knapp. Warum hast du auf Aufgeben gedrückt? Warum? Okay. Weil, soll ich dir nochmal erklären, ja? Nur ganz kurz, musst du nicht so, ganz also du kannst okay. erklären, wie du willst. Okay, weil du und wie heißt der andere, dieses kleine Kind, dein Supporter? Bro, das kann doch warte doch, du wolltest doch eine Erklärung, okay, ich erkläre es dir. Erzähl, ja. Ihr habt eine linke Sache, bevor wir angefangen haben, habe ich dich extra gefragt, gib mir dein Wort. Das ist sauber, hast du mir ja gesagt. Ich vertraue. Ein Mann, ein Wort, hast okay. du gesagt, ja. Okay? Ja. Du hast mir gesagt, ja. Was ist danach passiert? Robin kam zu mir, ich habe alle acht Handschuhe, ich mach dies, ich stand... Ich verstehe das nicht, das versteht doch keiner, der zuhört. Ja, aber ich und meine Zuschauer verstehen das. Also, nein, die verstehen das. Deine Zuschauer sind hinterhältige Unternehmer, die nur deinen Namen ausnutzen für Werbung. Also, Frankie. Okay, du hast recht. Du hast recht. Also, Frankie! Ich erkläre dir noch einmal, was verstehst du gerade? Dieser Typ lässt nie die andere Seite reden. Frankie! Ich erkläre das so, wie du es gesagt hast, aber so, dass das ein Laie versteht. Also jemand, ein Top-Supporter von mir, dem ich nicht vertraue, der nur Scheiße baut bei mir. Ja, jetzt hier in der Öffentlichkeit. Warte doch, lass mich doch mal ausreden. Das ist eine Sache. Lass mich doch mal ausreden. Ja. Also. Bitte, wir sind in Deutschland. Du brauchst, ob du planst oder nicht, du hast Warte mal, Frank, wie soll ich dir sagen? Ich sage dir Guck mal, jetzt lass mich nicht ausreden. Hör zu, du weißt du lässt mich nicht ausreden. Assalamu alaikum, ich bin raus. Geh deinen Weg, ich gehe meinen ja, Weg. Ja, heus, guck mal, wie ein Mädchen. Ich geh weg, wie ein Mädchen. Ey, du willst mit mir diskutieren? Schick erstmal das, was du Ich darf hast. Doch nicht reden. Ich darf Schick nicht Schick doch erstmal, danach kann... Ey, die Leute warten hier. Schick erstmal oder... Die oder Leute! Oder du hast 5.000 Leute verarscht. Die Leute, wer sind deine Leute? Wer bist du? Wer sind deine Leute? Ein Ecki, der jeden Abend drei Wodkas trinkt? Wer sind deine Leute? Wer? Wer sind sie? Bitte, also es gibt kein Wer ist besser. Deine Community ist genauso gut wie meine. Es ging darum, dass ein sogenannter Herr Robin mich supportet hat immer, aber er ist ein junger Mann. Er ist ein junger Mann, er kann machen, was er will. Ich möchte diesen Namen nicht hören. Okay. Dieser Robin, hör mal zu, ja. Dieser Robin, ja, will nur Fame und du hilfst ihm gerade dabei. Nein, tu ich nicht. Spendet er dir, weil er mit dir einen Vertrag hat. Nein, Doch. Nein, wie kommst ich du Ich möchte nicht, dass du ihn hier erwähnst.
Schickst du mir jetzt ja oder nein? Wenn du nein sagst, geh ich raus. Geschenkt. Ich werde auch nicht über dich reden. Hallo, du redest nur über mich. Sag mir jetzt ja oder nein. Also, man ich darf... habe keinen Bock mehr. Wir reden seit eine Dreiviertelstunde. Ja oder nein? Ich habe keine Nerven mehr, Mann. Warum schreist du? Sag mir doch einfach, ich will nicht schreien. Ja oder nein oder ich gehe raus. Salam alaikum. Ja aber oder das, nein? Aber das, Bro, aber so kann man doch nicht leben miteinander. Okay, sag doch mal ja oder nein und dann ist gut. Ey, du bist... Schickst du jetzt ja oder nein? Ganz einfach fragen. Das ist doch nicht... Bruder, wir sind in Deutschland. Okay, schickst du jetzt ja oder nein? Das Wort... Ich möchte mit dir nicht weiterreden. Ja oder nein? Wenn du nicht redest am Verhandlungstisch, gibt's keine Gewinne. Okay, hör zu. Nein. Guck mal, schickst du jetzt, sag einfach nur ganz, guck mal. Okay, nachdem ich erzählen darf, was die Geschichte war. 10 Sekunden, du lässt mich nicht ausreden, weil das die Wahrheit ist. Die Geschichte wurde 30 Mal hier erzählt, ich habe keinen Bock mehr. Nein, du erzählst sie nach... Du willst den Namen die ganze Zeit erwähnen. Ich rede nicht über den Namen. Schrei doch nicht, ich rede nicht über den Namen. Ey, ich höre mich mal zu. Ein Top-Supporter. Guck mal, die Runde fängt an. Liebe Zuschauer, die Runde fängt an. Und ich respektiere euch auf Yassas Seite, okay? Ihr könnt bezahlen, so viel ihr wollt. Und meine Seite. Die Runde geht los. Yassar gibt mir die Hand und sein Wort, dass es losgeht. Ich hatte niemals gedacht, dass er das Spiel abbricht. Damit hätte ich nie gerechnet. Es geht los. Ey, was versuchst du jetzt? Warte doch mal, ich erkläre das doch. Ey, das war doch auf der For You. Warum nochmal dieses... Es reicht doch. Warte doch mal. Ich habe keinen Bock mehr. Hör doch mal. Frankie, hör doch mal auf jetzt. Bei der letzten Minute, bis zur letzten Minute. Du hast Minute. Gestern mit mir gespielt. Warum hast du mir gar nicht gesagt, wenn ich dir was schulde? Yassar, bevor wir matchen, schick mir erstmal, sonst match ich nicht mit dir. Aber du matchst. Warum? Hä? Lass mich doch mal erzählen, wie es dazu kam. So, ich fange nicht von vorne an. Keine Sorge. Reg dich nicht auf, okay? Reg dich bitte nicht auf. Ist alles gut, ja? Lass uns bitte ruhig bleiben. Guck mal, Yassar, wenn du im Recht bist, dann brauchst du nicht laut werden. Bitte beruhige dich, ich beruhige mich auch. So, danach ging die Runde los und er war baff, weil bei mir ging auf 100.000 Coins, bei ihm bei 4.000 ist noch geblieben. Und niemand hat bezahlt. Der R-Punkt ist aber zu ihm rübergegangen im Chat und hat Yassar das Gefühl gegeben, ey, ich habe Coach Frankies Boxhandschuhe und jetzt helfe ich dir. So. Das hat er getan. Aber das tun deine Leute bei mir auch 1000 Mal. Okay, ich gebe dir den Beweis, okay? Warte mal, ganz kurz. Gebe ich dir den Beweis. Eine Sekunde, danach bin ich fertig. Okay. So, letztendlich ist das doch so, liebes Chat, liebes Publikum, seine Community, meine Community, dass jeder bezahlen darf, wo er will. Schickt zur Demonstration ein Herzchen in den Chat. Also... Soll ich dir den Beweis liefern? Und guck mal, wie dich Allah bestraft hat. Robin hat nicht alles bezahlt. Es war Luna. Deswegen habe ich gesagt, wegen Luna schicke ich dir einen Löwen. Aber Luna ist doch meine Supporterin. Ja, deswegen schicke ich dir einen Löwen. Aber ich habe dir das im Privaten gesagt. Aber ich will dir noch ich gebe dir einen Beweis. Du willst einen Beweis? Gerne, rede. Du bist okay. Hallo. Jetzt hör mir aber gut zu. Ja. Ein Tag davor hat Robin bei mir geschossen, richtig? Richtig? Das ist, weiß ich nicht. Warte doch mal. Ein Tag davor hat Robin bei mir also gegen dich geschossen, richtig? Ja, öfters. Nein, nur ein Tag davor. Nein, er hat mich oft verarscht. Hör doch mal zu. Ein Tag davor hat er gegen dich geschossen, richtig? Okay, ich glaube dir. Okay. Du hast ihn geblockt. Wie korrekt. Kommt es, dass du nächsten Tag ihn wieder aufgemacht hast? Weil ich alle entblockiere. Okay, alles klar. Haben wir das jetzt ausgesprochen? Alles gut? Also entscheidest du doch, wie lange ich die Leute blockiere? Na, ist doch, ey, Frankie, wir können bis übermorgen reden. Wir haben geklärt, wir haben das auch privat geklärt. Ist doch alles gut. Ich frag dich jetzt, schickst du jetzt den Zeus ja oder nein? Ganz schickst einfach. Schickst du mir die zwei Löwen? Ganz einfach. Also nein. Ey, hol mal Arafat dazu, mal gucken, was er sagt. Ich hol keinen Arafat dazu. Er hat gesagt, es ist kein Problem. Hol ihn dazu. Arafat würde sofort sagen zu dir, ey, da gibt's nichts zu reden, du hast abgebrochen. Sofort. Ja, Frankie. Er würde sofort sagen, warum hast du abgebrochen? Okay. Wenn ich dir doch... Er würde auf Arabisch sagen, okay, Junge, du hast abgebrochen. Ganz kurz. Gestern haben wir gematcht. Warum
Bevor wir gematcht haben, warum hast du diese Wörter nicht gesagt? Bro, das ist totaler Schwachsinn. Das ist totaler Quatsch. Du schuldest mir. Ach so, totaler Schwachsinn. Okay, okay, okay. Okay, dann stell mal deine Frage nochmal. Ich will die nicht. Ey, guck mal, ich meine das jetzt ernst. Ich schwöre bei Allah. Schickst du es jetzt, ja oder nein? Also, weil ich gestern mit dir gematcht habe, schuldest du mir keine zwei Löwen. Nein, ein anderer würde sagen, ey, du schuldest mir jetzt. Schick mir erstmal die Löwen, wenn ich dir was schulde. Danach match ich mit dir. Sei doch froh, dass ich so großzügig bin. Wallah, ich brauch voll deine Großzügigkeit. Ja, natürlich, du schuldest mir. Ich brauch voll deine Großzügigkeit. Du schuldest mir einen halben Tausender, normal. Ja, ja, okay, alles klar. Und hör mal, weißt du, was du jetzt machst wieder? Wir haben es doch am Telefon geklärt, richtig? Du hast mir einen Löwen zugesagt, jetzt vor 10.000 Leuten. Warte, 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 warte. Haben wir es am Telefon geklärt, ja oder nein? Nein. Du bist ein Lügner. Nein, du glaubst, du kannst... Du bist ein Lügner. Nein, du bist kein fairer Gegner, mein Lieber. Du bist ein Lügner, bei Allah. Bei Allah, du bist ein Lügner. Soll dich Allah dafür bestrafen, dass du seinen Namen jedes Mal missbrauchst, Mann. Weißt du was, bevor du auf Allah schwörst, hol Arafat rein. Er wird sagen, Junge, ey, ich hab gesehen, wie du abgebrochen hast. Darfst du nicht. Er holt keine Zeugen dazu. Hol irgendjemanden, hol irgendjemanden. Läuft das nicht bei uns Ausländern so? Wenn man streitet, dass man Ältere dazu holt oder jemand? Du kannst nicht sachlich bleiben. Guck mal, ich sag dir was. Schickst du ja oder nein? Hol, ja oder nein? Hol, Leute, hol. Ich hole kein Arafat nichts. Sag doch mal ganz. Ey, brauchen, wenn du nicht schickst, ist doch alles gut. Schickst du ja oder nein? Ey, wir brauchen Leute, die schickst du es ja oder nein? Wir brauchen jemanden, der hier Schiedsrichter macht. Schickst du ja oder nein? Wir brauchen jemanden, der hier sagt, was wir tun sollen. Er zieht, einfach seine Diktatur durch. Das war's. Schickst du jetzt den Zeus ja oder nein? Ey, wie oft fragt er das? Das ist doch nicht mehr normal. In der Zeit gib mir doch einfach eine Antwort. Ich habe tausend Anfragen. Wie ich mich verhalte, wenn du es nicht schickst. Hol deine Freunde, die sollen sagen, wer recht hat. Schickst du ja oder nein? Hol bitte jemand, der uns hilft. Nein, keiner. Wir helfen uns beide. Wir sind hier. Es ist unser Problem. Es geht auf einer einsamen Insel. Wir sind zwei erwachsene Männer. Ich hab's dir gesagt. Du hast mir gerade gesagt, okay, beantworte mir diese Antwort. Ja, okay, du schickst mir dann, wann du Lust hast, habe ich dir gesagt, ja. Dann hast du gesagt, gut, okay, ich schick dir gleich. Jetzt änderst du wieder deine Meinung. Ich frage dich doch ganz cool, Frankie. Schickst du mir den Zeus, ja oder nein? Ein ganz einfach. Sag doch einfach nein und ich gehe raus. Alles. Fertig. Wallah, ganz normal. Ich werde dich nicht schlecht machen. Ich werde dich nicht kleinreden. Ich werde überhaupt nicht über dich reden. Ein Clan-Mitglied soll mich schlecht reden? Nein, nein. Ich sag doch, was ich dir gerade sage. Schickst du jetzt ja oder nein? Bruder, du bist unten durch bei allen. Okay. Außer bei ein paar halbkriminellen Unternehmern, die noch die Hoffnung haben, dass du deren Namen ab und zu mal erwähnst. Ey, schäm dich mal. Ganz ehrlich. Ich soll mich schämen. Wallah, schäm dich. Ich soll mich schämen. Du holst doch nicht mal deinen Bruder dazu. Hör mir mal ganz gut. Frankie, nochmal, hör mir zu. Nein. Guck mal. Leg dich bei den Affen, hör zu! Hör zu! Also, er holt Arafat nicht dazu, weil er Angst hat. Weil er weiß, dass Arafat sagen wird, ey, sogar wenn es um eine halbe Million geht, zieh unseren Namen nicht in den Dreck. Ja? Und was er hier tut, wegen 500 Euro, wäre ich Abu Chaka, ich würde... Ich schwöre bei Allah, du bist schizophren. Du bist schizophren. Bei Allah. Okay. Weißt du, was du gerade versuchst? Er lässt mich nicht ausreden. Also, ey, Frankie, ich geb dir noch 10 Sekunden. Okay, in den 10 Sekunden sage ich dir nur, also er nennt mich hinterhältig, er nennt mich schizophren. Kein normaler Mensch sitzt mit den Abu Chakas, der gesund im Kopf ist. Man muss link sein, man muss eine Persönlichkeit haben, die aus Stahl ist, damit man mit euch sitzen kann, weil ihr jeden betrügt. Okay, willst du, dass ich hier etwas poste über dich? Mach so viel du kannst. Du hast schon die Polizei zu mir nach Hause geholt. Komm, gib Gas. Willst du, dass ich... Ey, Frankie, wallah, du weißt gerade nicht, was du gerade machst, bei Allah. Ich weiß, was ich tue. Ich schwöre bei Allah. Du ziehst Arafat in den Dreck. Ich schwöre bei Allah. Ich mach dich Game Over. Ich schwöre bei Allah, sage ich dir. Droh mir weiter, mach. Nein, mit einem Beweisstück. Mach. Ich sage dir, ich schwöre auf den heiligen Koran. Bro, ey, hör zu, ich hab ganz... Ich mach dich Game Over. Ich hab eine Schubkarre, Bruder, wenn's um dich geht. Eine Schubkarre, okay? Ja. Und pass auf, was hat Allah mit dir gemacht? Reggie! Was hat Allah mit dir gemacht? Ich schenk dir den Zeus. Ach, du schenkst mir! Geschenkt!
Ja, Mach's gut. du schuldest mir immer noch Hör, zwei Löwen. Hör zu, geschenkt. Ich schenke dir den. Gut. Okay, mach's gut. Ich bin mit dir fertig. Ciao. Was für ein komischer Typ, Mann. Ich weiß, was er die ganze Zeit versucht. Ich habe ihn durchschaut. Bettelt mich an, damit ich mit ihm live gehe. Er bettelt, ruft mich an, damit ich mit ihm live gehe. Er bettelt mich an. Aber gut, gut. Gut. Er versucht die ganze Zeit, mich nur... Bernhard, ich küsse dein Herz. Bernhard, ich küsse dein Herz. Wallah, vielen, vielen Dank, Bruder. Vielen Dank. Bernhard, ich küsse deine Augen. Francis Ngannou gegen Tyson Fury kämpft. Wer? Francis Ngannou gegen Tyson Fury. Wallah. So, darf ich dir jemanden reinholen? Ja. Ja, so das da, komm schnell. Wer ist das? Ey, wenn du Hamid holen willst, ich möchte nicht. Nein, nein. Wer? Überraschung. Ich will mich nicht überraschen. Sag doch mal wer. Ey, ich habe keine gute Laune gerade, wallah. Das Ding ist, Hamid will dir deine Fernseher geben. Ich will keinen Fernseher von ihm. Ja, du wolltest doch gestern. Nein, ich will aber nicht von ihm. Ja, was ist los? Warum hast du schlechte Laune? So, weil ich habe schlechte Laune. Egal, mein Zahn tut weh. Tamam? Tamam, sorry. Du holst mir jetzt Hamid, der redet wie ein Roboter. Ich denke, ich habe Nerven für sowas. Die schreiben Frankie. Was mit Frankie? Was mit ihm? Coach Frankie hat ihm sein Zeus nicht gesendet. Stimmt das? Was? Hat er dein Zeus nicht gesendet? Ja. Doch, mein Bruder. Soll ich den reinholen? Der will rein. Wer? Hamid. Ich möchte nicht mit ihm rein. Sag Wallah. Wallah, ich möchte nicht mit ihm rein. Leute, folgt mal bitte alle den... Einmal für meinen Bart, für dich auch. Nimmt mal bitte alle das Plus weg. Ich küsse eure Herzen. Ja, sag, für diese Stoppel einmal. Mach. Nimm mal.